Moin Freunde und herzlich willkommen zum heutigen Reaction-Video. Wir werden mal kurz auf das Bloomberg-Interview vom 20. Februar von Brad Garlinghouse sprechen und vor allem werde ich euch mal die Inhalte übersetzen. Zum einen werdet ihr gleich mitlesen können. Das ist auch der Grund, warum ich hier unten rechts geparkt bin heute, weil irgendwie ganz wahllos der Text von oben nach unten springt, aber größtenteils ist er immer unten links. Deshalb bin ich heute mal vorsichtshalber unten rechts für euch zu sehen. Brad Garlinghouse wird ein bisschen was erzählen zu der XRP-ETF-Thematik, aber vor allem auch über die SEC sprechen und einige andere wichtige Themen. Ich denke, das Interview hat auf jeden Fall Mehrwert. Hab die Geschwindigkeit leicht erhöht, damit wir keinen Ärger bekommen von YouTube. Und ansonsten würde ich mal sagen, let's go. It's worth kind of going back to your case with the SEC first, because you are far along. And as we sit here today on February 20th, how would you describe how the dispute has changed? Look, I think for whatever reason, the SEC decided to make Ripple their first major case around this. And look, the reality prior to the case, we had been advocating for more clarity around the rules and regulations. And the good news has been other countries around the world have leaned into that and codified what should the rules and regulations, what's unique about crypto that needs to be changed. Wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, ist es doch ziemlich witzig, oder? Ripple sitzt in Amerika, ist eines der führenden Blockchain-Unternehmen und Amerika selbst hat nichts Besseres zu tun, als denen ständig irgendwie Steine in den Weg zu legen. Während andere Länder tausende Kilometer entfernt davon gar kein Problem mit Regulierung für Ripple haben, macht die SEC Ripple das Leben so schwer. The SEC, frankly, has just hired more litigation, you know, what we call regulation through enforcement, and it really just started suing lots of people. And what's unfortunate is they have lost consistently. They lost the Ripple case on everything they cared about. I mean, even the soundbite you just had up, your Chair Gensler is saying that a lot of these are securities. What the courts have said in the cases they have brought, and certainly the case with Ripple and the token XRP, the court determined that XRP is not in and of itself a security. When do you think that this will finally no longer? Ich glaube auch generell, also viele warten ja immer noch darauf, dass jetzt das endgültige Ende dieses Falls kommt und ich selbstverständlich auch. Ich glaube auch, dass das den Anlegern nochmal eine gewisse Sicherheit geben würde, wenn Ripple jetzt wirklich vielleicht das Thema irgendwie ad acta legt, ohne auf einen riesigen Vergleich sich einigen zu müssen oder ohne, dass sie da irgendwie noch Strafzahlungen oder sowas tätigen müssen. Aber ich glaube generell, wenn was beendet ist, ist es eine gute Grundlage. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das, was wir wollten, dass XRP kein Security ist, haben wir bereits erreicht. Und von daher kann man, glaube ich, er hat es ja auch gerade indirekt oder direkt gesagt, von einem richtigen Sieg sprechen und einer Niederlage für die SEC. Generell glaube ich, dass man mit dieser Brechstangen-Mentalität, die die SEC an den Tag legt, nicht weit kommen wird. Es gibt immer mehr Abwanderung in andere Länder. Es gibt andere Länder, die mittlerweile so die Hauptmetropolen führen oder haben im Bereich Blockchain-Entwicklung, beispielsweise Singapur, ein großes Land mit sehr, sehr viel Blockchain-Freundlichkeit. Auch die arabischen Länder mittlerweile sehr, sehr offen für das Thema und natürlich auch Asien, China jetzt auch. Ausgenommen, aber auch zum Beispiel Japan und Südkorea, sehr, sehr große Sympathisanten des Ganzen. China tut sich, wie gesagt, ein bisschen schwer, ähnlich wie Amerika, nur bei Amerika verstehe ich es absolut nicht. Be an overhang for you guys. You're one of many companies that are fighting the SEC at this point in time, but when can you call this an arc all clear? And do you think that this will make it so far as to reach higher courts? Well, hard to predict whether it's going to reach higher courts. On everything we cared about, we won against the SEC. Will the SEC appeal and move it up the courts? We'll see. They sought approval to do what's called an interlocutory appeal. The courts denied that also. The case against me personally and Chris Larson personally was dismissed entirely with prejudice. So, look, from my point of view, the SEC has lost consistently. They lost the Grayscale case. I think if you're following the Coinbase case, the tone from the judge is, I think, pretty skeptical about some of the SEC's arguments. It stops, I think, when the Ich denke, das ist zum Beispiel einer der Punkte, den die Investoren. Ich denke, das ist zum Beispiel einer der Punkte, den die Investoren gerne vom Tisch hätten. Nämlich, er hat es gerade angesprochen, was ist, wenn die SEC jetzt im Nachhinein doch irgendwie gegen dieses Urteil bezüglich XRP ist kein Security vorgeht, wirklich Einspruch einlegt bei einer höheren Instanz und den ganzen Fall nochmal neu aufrollt. Das ist, glaube ich, auch die Sorge, die so ein bisschen mitschwingt, ja. Und von daher will man ein bisschen dieses Ende sehen. The SEC either realizes they're losing consistently or you have Congress lean in and writes new legislation. That's probably going to be hard in election year. Maybe we'll see legislation around stablecoins this year, but I'm hopeful and we'll continue to advocate in Washington. Also er sagt im Prinzip, kann die SEC auf zwei Wege gestoppt werden mit der Art, wie sie gerade agiert. Entweder durch die Gerichte, indem sie immer weiter verlieren, denn sie haben zuletzt alle möglichen Fälle verloren. Nicht nur, dass der Fall von Chris Larsen und Brad Garlinghouse ad acta gelegt wurde und feingelassen wurde, sondern auch der Fall gegen Grayscale wurde verloren. Und es gibt zahlreiche Prozesse, die eben verloren werden von der SEC. Entweder ist irgendwann eine Niederlage zu viel und sie sehen ein, dass es nichts bringt. Oder aber man muss darauf hoffen, dass der Kongress in irgendeiner Form dagegen wirkt. Allerdings glaubt Brad Garlinghouse nicht, dass es dieses Jahr noch passiert, denn es sind dieses Jahr Wahlen und da werden sich sicherlich die Kongressleute nicht unbedingt jetzt mit solchen Themen großartig beschäftigen und vielleicht auch in irgendeiner Weise unbeliebt machen bei anderen, sondern sie werden versuchen, ihre Schiene erstmal weiterzufahren. Aber er glaubt, dass die Thematik um die Regulierung um Stablecoins dieses Jahr noch kommen kann
Und ja, es hört sich für mich so an, als ob er zuversichtlich ist, dass nach einer eventuellen Regierung, die gewechselt wird, vielleicht alles ein bisschen besser wird. Aber das ist jetzt nur von mir Spekulation. Well, you mentioned the Grayscale case, Brad, and it's Kaylee in Washington. Obviously, that was pretty instrumental in ultimately the SEC granting approval to not just Grayscale's conversion to a spot ETF, GBTC, that is, but spot Bitcoin ETFs more broadly. I'm sure you've seen there's buzz out there about potentially an XRP ETF being in the future. What do you make of that speculation? Well, Kaylee, good to see you. I think it only makes sense there will be other ETFs. It's a little like, you know, the earliest days of the stock market. You don't really... Ohne die XRP-Brille aufzuhaben, ja, ist er nicht ein total sympathischer Kerl, ehrlich. Also ich kann ihm irgendwie nichts übel nehmen. Ihr könnt mir gerade sagen, Bro, ich habe deine ganzen XRP gestohlen, ich würde hinter mir lächeln und sagen, okay, so ungefähr. Nein, Scherz beiseite, aber ich muss sagen, Brad Garlinghouse ist schon wirklich ein sehr, sehr guter CEO, wenn ihr mich fragt. Klar, wenn wir jetzt sagen, wir bewerten ihn nach dem XRP-Kurs, dann eine Vollkatastrophe, aber wenn man ihn so ansonsten so in seinen Auftritten sieht, in seiner Verfügbarkeit, er ist aber überall präsent. Ich habe bisher noch kein Interview erlebt, wo er sich irgendwie peinlich daneben benommen hat oder ähnliches. Also wirklich sehr, sehr geil und ich feiere einfach diese Interviews von ihm. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr auch ja, so ganz klar, still und leise Brad Garlinghouse Interview-Fans seid, denn ich liebe einfach Interviews von ihm zu schauen. Sehr interessant meistens. Really want exposure to one stock or one company. You want to typically think about diversifying risk and what have you. And so I think we will see other ETFs. When we will see them is hard to predict. You know, the sad reality of what we saw with the Bitcoin ETF is it was only because the courts forced the SEC's hand and really Chair Gensler's hand that we saw that finally come to fruition. And look, in my opinion, it makes these markets safer. It makes them more robust. And so this is good for the investment community to kind of lean into that. Also hier wird dann nochmal gefragt, wie stehst du generell zu dem Thema ETFs? Das hatten wir auch im gestrigen Video. Sagst du, oder wie ist da deine Aussicht? Brad sagt, es wird definitiv seiner Meinung nach mehrere ETFs geben demnächst. Natürlich auch ein XRP-ETF. Ja, plant er zumindest oder denkt er zumindest, ist nicht ganz abwegig. Auf der anderen Seite gibt es dem ganzen Thema einfach mehr Robustheit. Ja, es ist einfach für die gesamte Industrie besser, wenn es eben breiter aufgestellt ist, das Ganze. Und er gibt das Beispiel, es gibt ja auch nicht nur eine einzige Aktie am Aktienmarkt, sondern ganz viele. Die bilden dann den Markt und dementsprechend gibt es eben eine größere Auswahl. Und das macht den Markt auch einfach sicherer. Da selbst wenn es mal eine Auswahl einer Aktie gibt, gibt es eben noch zahlreiche andere, die laufen. Beispielsweise Wirecard, ja, aus dem DAX geflogen. Dennoch, der DAX besteht glücklicherweise aus mehr als nur einer Aktie. Und demnach haben nicht alle Totalverlust, sondern meistens streut man ja oder investiert in irgendeinen Indexfonds und hat dann eben einen kleinen Ausfall, der aber vielleicht durch ein anderes Unternehmen in irgendeiner Form abgefedert wird. Ja. So you would welcome an XRP ETF then? We would certainly welcome it, and I think it's inevitable that there'll be, you know, multiple ETFs around different tokens. I think you'll even see ETFs potentially around baskets that also, I think, further diversify that risk. Ja, safe. Also er hat schon indirekt, also ich finde das Lächeln, was er gerade gebracht hat, ja, als er gefragt wurde, wir gucken nochmal kurz rein. Also guck mal bitte, wie er lächelt, als ihn das fragt. Habt ihr es gesehen? Ha! Das wird doch direkt der Thumbnail, oder nicht? Given there's so much excitement around the ETF dynamic here, are you in talks with the largest issuers, particularly BlackRock, to get this done? Gute Frage. Bist du mit BlackRock in Gesprächen, Bro? Erzähl, Brad. Well, I'm not going to comment on that. I know BlackRock has said some things publicly. You know, we think it makes sense for the XRP community overall. Ey, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber als ich das erste Mal gehört habe, also für mich hört sich das, ne? Man soll ja gerade in der XRP-Community jetzt keine Gerüchte oder nicht noch mehr Gerüchte streuen, aber für mich hört es sich doch schon so an, als gäbe es da eventuell Gespräche und Vereinbarungen, dass man lieber den Mund hält und noch nicht so viel erzählt. Aber es ist, sind wir mal ganz ehrlich, ja, es ist ja auch irgendwo offensichtlich. Ich meine, neben Bitcoin sind nun mal Ethereum und XRP somit die Alteingesessensten da draußen, auch wenn mittlerweile XRP abgeschlagen ist vom Platz 3. Aber ich meine, willst du einen Tether-ETF aufbauen oder einen Binance-ETF aufbauen, ja? Von daher, ich glaube schon, dass XRP durchaus einer der nächsten Kandidaten ist, die da in Frage kommen. Und ich denke mal, auch wenn man jetzt kein XRP-Sympathisant ist, liegt das auf der Hand, genauso wie ein Ethereum-ETF interessant sein könnte. Denn das lockt einfach Investoren an. You know, Ripple obviously is a very important stakeholder in the XRP ecosystem, but we're not the only player. And like we've seen, I mean, before the SEC lawsuit, XRP was the second most valuable digital asset. I think because of the headwinds of that lawsuit, you know, we've now seen that largely abate. But the long-term view on these things is about, you know, how do you... Charmant gesagt, Brett. Ja, er sagte hier, ja, der Kurs ist jetzt bisschen, oder seit dem Fall sind wir von Platz 2 so ein bisschen verdrängt worden. Brüderchen,
Ich würde mal sagen, seht zu, der 7-Jahres-Chart muss jetzt mal langsam kommen, denn ansonsten verlieren auch die letzten Leute hier ihre Geduld. You create utility and really solve real-world problems with these different digital assets. Bitcoin's doing that very well as a store of value. XRP and its dynamics around being very fast, very efficient and low cost on a per transaction basis makes it ideal for payments. And that's where Ripple really has leaned into as a company. Well, let's talk about where else Ripple is leaning in. You've recently acquired Standard Custody. What is that going to do for your company? Look, we think there's some basic building blocks. Ja, sehr interessant. Also ich finde dieses Interview deshalb so interessant, weil es auch auf die aktuellsten Fragen eingeht. Jetzt sprechen sie über die Übernahme oder das Einfleischen von diesem Standard Custody. Warum macht ihr das? Was ist da der Hintergrund? Blocks around crypto that are important to make crypto successful. Custody is an important part of that. For institutions to be able to custody both their own as well as their customers' digital assets, we think is very important. We've made two acquisitions over the last year in this space. One was a company in Switzerland, and then more recently, the Standard Custody. Standard Custody in particular has a trust license here in New York, which also makes it very valuable. Everything we have done at Ripple is compliant first. And I think this year, 2024, with FTX behind us, with some of the Binance dynamics largely behind us, I think has to be a compliant first mindset for all of the crypto industry. How far can your foray? Ich denke auch, also ich denke, wenn ich jetzt ganz, ganz blöder Black Swan eintritt, sollte das jetzt vielleicht mal ein Jahr für Krypto sein, in dem es keinen Untergang von irgendeinem dicken Ding gibt, ja, wie FTX oder auch die Binance-Geschichte, die letztes Jahr ein bisschen ihre Spuren hinterlassen hat. Ich glaube, dieses Jahr sollte eigentlich eher so in den regulatorischen Rahmen passen. Man sagt also zum Beispiel, es gibt bessere Regulierung für Stablecoins, es gibt endlich vielleicht mal ein Ende bei dem Ripple-Case und damit eine gewisse Grundlage für alle anderen Assets da draußen im Kryptosektor. Und ich hoffe darauf, dass es dieses Jahr einfach mal ein Jahr wird, in dem wir ein paar Schritte nach vorne machen. Jetzt nicht nur kurstechnisch, denn da geht ja jetzt schon einiges, sondern auch, was so die Base betrifft, ja, dass das Thema sich einfach immer mehr seine Kinderschuhe verliert und immer größer und erwachsen und reifer wird. Und ich denke, dieses Jahr wird ein sehr gutes Jahr. To custody really go? You think about what's happening with Coinbase and its role in custody when it comes to these ETFs. How do you envision your role in custody expanding over time? Well, like it's a pretty fragmented market today. Coinbase is a player, five or ten players that have small pieces of market share. We already have signed up with Ripple's custody solution, HSBC. We have BBVA, a leading partner of ours called Zodia. So, you know, we feel very good about the momentum we have to kind of the larger banking infrastructure. But we also intend to compete at a more regional financial institutions as well as with some corporates who are starting to look at custodying their own crypto also. Okay, also warum braucht ihr oder warum wollt ihr überhaupt Verwahrservice machen? Erstens, diese Standard Custody hat einen riesen Vorteil. Die haben eine Lizenz in New York. Das heißt, man kann auch in Amerika aktiv sein mit diesem Verwahrservice. Während Metaco aus der Schweiz diese Lizenz eben nicht hat. Die sind dann wahrscheinlich eher für Schweiz und Umland. Und der Freiwetter wird da gefragt, ja, Coinbase macht das ja auch. Wo siehst du so seine Rolle? Er sagt natürlich, zum einen sehen wir unsere Rolle im Bankensektor, im gehobeneren Bankensektor, sprich bei den Großbanken. Da spricht er als Beispiel an einmal die HSBC und dann auch nochmal die BBVA. Aber er sagt auch gleichzeitig, soll es auch eben im anderen, regionaleren Bereich irgendwie Lösungen geben. Und es ist halt so, dass es mittlerweile oder momentan so 10 Player da draußen ungefähr gibt, die sich so ein bisschen im Markt aufteilen. Und er denkt, es wird eben einfach immer mehr präsent, auch bei den regionalen Banken. Und sie wollen einfach da konkurrieren können. Brad, as we have this conversation with you, Nikki Haley, the Republican presidential candidate, is giving a state of the race speech in South Carolina with that primary just days away. She says she's not going anywhere. She has no plans to quit the race. But just a few weeks ago on this show, Tim Draper, of course, a pretty prominent Bitcoin investor, was talking about what kind of president she could be, what she could do for innovation like digital assets. And I just wonder, as Ripple is looking ahead to 2024, how consequential do you think ultimately who's in the White House, what the composition of Congress could look like as well down the ballot will be in deciding the future of digital assets? Is there auch eine sehr wichtige Frage, ne, die man sich natürlich auch stellt. Ich meine, welcher Präsident wäre jetzt der Beste für diese ganzen Krypto-Innovationen? Also, dass man auch wirklich so jemanden hat, der das Ding vielleicht nicht so abtut wie aktuell die Administration, sondern dass man wirklich versucht, das Ding zu seinen eigenen Gunsten zu nutzen. Und ja, da werdet ihr zum Beispiel mal gefragt. Wir sind ja hier nicht so oft politisch, aber da könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, glaubt ihr, dass mit einem Donald Trump beispielsweise Kryptos oder auch XRP beflügelt werden würden? Oder seht ihr ihn eher kritisch? Und die andere Frage, würde Biden das Ding verlängern oder irgendein weiterer Demokrat im Weißen Haus sitzen? Glaubt ihr, dass es denn genauso weitergeht, so schleppend und die SEC weiterhin überall versucht, irgendwie den Kryptounternehmen die Hölle heiß zu machen? Oder denkt ihr, dass es da eventuell auch mit einer anderen demokratischen Führung sich ändern würde? Well, look, at the most macro level, I think it's incredibly important that the US regain a leadership position around crypto regulation. We are a laggard. We are behind other major countries like the UK. I mean, the European Union as a 27-country membership is ahead of us. They've gotten 27 countries to agree to things that we as one country can't get our arms around. So I think it's very important. You know, over 20% of the US population already has direct or indirect exposure to crypto. And so it only makes sense that it's an issue.
As you probably know, Ripple, Andreessen Horowitz, and Coinbase put together a super PAC, and we've each put $25 million behind it to support candidates that are pro-crypto and pro-constructive regulation and engagement, really being pro-innovation but protecting consumers at the same time. I think that for a lot of politicians, crypto has become a soundbite where they don't really understand how crypto works, and they say things that actually don't even back up with facts. So, you know, I do think it's a campaign issue. Ripple has leaned into that. I personally, you know, my donations are bipartisan, but certainly pro-crypto, and that'll continue to be the case. I'll even highlight just today, John Deaton, a very prominent pro-crypto guy, announced he's running against Elizabeth Warren. So I think you're going to continue to see indeed. That. Correct. So with that said, also. Also er sagt, er wird natürlich jetzt hier, er bleibt diplomatisch, er wird hier nicht direkt, aber er sagt auf jeden Fall, dass er, Coinbase und Andreessen Horowitz irgendwie gemeinsam immer wieder das Thema nach vorne bringen wollen und noch Geld spenden oder für den Wahlkampf oder so Geld spenden, um eben das Krypto-Thema nach vorne zu bringen. Aber er rückt natürlich nicht direkt mit der Sprache raus, ob er sich jetzt einen Trump oder irgendjemand anderem im Weißen Haus wünscht. Okay, Freunde, und das war's auch schon mit dem Interview. Also, zuletzt wird er nochmal gefragt, wie er generell zu der Aussage von Elizabeth Warren steht. Sie hätte sich wohl sehr kritisch dem ganzen Thema Krypto geäußert, dass sie dafür ist, dass viel mehr KYC und andere Verifizierungsprozesse passieren sollen. Und Brad sagt nur, denn sie liegt seiner Meinung nach falsch mit ihrer Aussage, denn es machen sehr, sehr viele Unternehmen vernünftige Arbeit, zum Beispiel Coinbase. Da kannst du gar nichts machen ohne KYC, ohne dich komplett nackig zu machen und alles aufzuzeigen, was so wichtig ist. Also von daher, er sieht es anders und er sieht eben nicht, dass irgendwie die Tendenz in die Richtung geht, dass alles so Wild Wild West bleibt, sondern im Gegenteil, es gibt immer mehr und immer seriösere Partner, es wird immer ernster genommen, das Thema, und von daher sieht er da eben keine Problematik, sondern er ist generell ein Befürworter davon und sagt halt, Regulierung müssen in gewisser Form sein. Ja, ganz generell muss man, glaube ich, festhalten, dass Ripple sich sehr diplomatisch anstellt in jedem Belang. Und bis auf den Ripple Case gibt es eigentlich meiner Meinung nach nichts Negatives, was wir über Ripple sagen können. Es gibt natürlich den einen oder anderen Punkt, wo man sagen könnte, ja, die sind doof, weil die so viel XRP halten oder die sind da oder da nicht ganz so transparent. Eigentlich muss man sagen, sind die ziemlich transparent, bringen ihre Quartalsberichte raus, sind ständig aktiv bei Twitter, X, kümmern sich um zahlreiche Partnerschaften, sind auf allen möglichen wichtigen Messen da. David Schwartz gibt häufig Interviews, auch mit kleineren YouTubern, und gibt denen auch technische Hintergründe. Also ich muss generell sagen, ich bin und bleibe felsenfest davon überzeugt, dass Ripple eine richtig große Rolle spielen wird in der Zukunft. Jetzt seid ihr, wie gesagt, gefragt, schreibt mir mal, wer sitzt eurer Meinung nach am liebsten im Weißen Haus für die nächsten Jahre, und seht ihr es genauso wie ich? Macht Ripple an sich einen geilen Job oder seht ihr das Ganze kritischer? Ja, Freunde, das war's. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis zur nächsten Ausgabe am Sonntag. Bleibt mir gesund und bis bald. Ciao!